sollen wir dann auch sagen, was die Schuhe hier kosten, ne? Was recht hat. Ja, wie viele? Aha. Sag ich mal. Jo, Leute! Ja. Jo, Leute, willkommen zum neuen Video. Wir sind hier im Hype Needs Lager heute und drehen hier mal ein kurzes Video und stellen euch so unsere Top 5 Favorites jetzt immer vor. Wir sind jetzt hier im Lager von Hype Needs und Unistore heute und bringen jetzt jede Woche ein neues Format immer. Das Format wird sich Top 5 nennen. Zum Beispiel heute bringen wir euch die Top 5 Off-White-Schuhe, Sneakers. Stellen wir euch heute vor. Erstmal nur von der Top 10, weil das eigentlich auch unsere persönlichen Top Off-White-Schuhe sind. Und wir werden euch natürlich auch noch andere Top 5 vorstellen. Egal ob Jordans oder Klamotten von Rare Fashion, wenn ihr unbedingt wollt. Zum Beispiel seine Top 5 Off-White-Klamotten, wenn ihr sowas sehen wollt, können wir natürlich auch für euch machen. Aber jetzt fangen wir einfach mal mit den Top 5 Off-White-Schuhen an. Und ja, ich würde einfach sagen, los geht's mit dem Video. Das ist mein Platz 5, Leute. Das ist der VaporMax OG. Retail war bei dem 250 Euro. Der ist auch zu derselben Zeit ungefähr rausgekommen wie die anderen alle. Und mir gefällt er persönlich nicht so gut, deswegen ist er jetzt auf Platz 5 gelandet. Ich finde den echt nicht bequem hier von der Sohle. Ich hatte den mal selber, habe den aber doch nicht getragen dann. Und ja, allgemein zu dem Schuh kann man jetzt nichts viel sagen. Also der fällt TTS aus, also True to Size. Wenn man jetzt zum Beispiel bei anderen Nikes eine 43 hat, sollte man bei dem auch eine 43 nehmen. Was ein Nachteil ist, finde ich, dass die Schrift bei manchen schon abgegangen ist. Also der Off-White-Stempel finde ich nicht so schön. Und ja, aber der Laufkomfort, den finden manche schon gut. Aber mir persönlich gefällt er echt nicht so gut. Deswegen ist es mein letzter Platz und ja, weg damit. Mein vierter Platz ist der MX 97. Ist ein sehr geiler Schuh für den Sommer. Da weiß es. Ja, man kann auch sehr in ihn hineinschauen, würde ich jetzt mal sagen. Der Retail lag bei 190 Euro und ja, ist ein nicht so bequemer Schuh, aber sieht eigentlich sehr geil aus im Sommer, wie gesagt schon. Und ja, wer sich den kaufen will, der liegt so zwischen 800 bis 900 Euro jetzt vielleicht oder 700. Ja, und die Preisspanne ist auch sehr hoch bei solchen Schuhen, da zum Beispiel kleine Größen manchmal gut gehen und manchmal nicht. Und ja, da gibt es echt große Preisunterschiede mittlerweile. Und ja, der Schuh fällt auch TTS bei mir aus, also auch normal. Und ja, da gibt es eigentlich nichts zu sagen mehr jetzt. So Leute, mein dritter Platz ist einmal hier der Off-White Air Force, auch von der Ghosting Collection. Ist für mich auch ein wirklich kranker Sommerschuh, ist wirklich sehr geil gemacht. Sohle wird halt wirklich sehr schnell gelb, habe ich bei vielen Freunden gesehen. Der fittet auch ganz normal ungefähr wie alle anderen. Der kostet so bei uns, zum Beispiel bei Hype Needs und Unistore, für die US 11 jetzt hier wollen sie so 819 Euro. Deadstock ist eigentlich wirklich ein fairer Preis mittlerweile. Also ich habe die auf Facebook so für 900 bis 1000 gesehen, kommt die auch auf die Size drauf an. Der Schuh ist wirklich sehr schnell gestiegen jetzt in der letzten Zeit, da ihn fast keiner mehr Deadstock hat. Ja, und bei denen ist halt auch noch das Swoosh durchsichtig, wie ihr alle sehen könnt, wirklich sehr geil. Ja, und hinten auf dem Schuh steht noch ein Code. Also das war meine Top 3 und jetzt kommen wir einfach zur Top 2. Das ist mein zweiter Platz. Das ist einmal der Presto OG. Der hier ist jetzt schon gerockt. Der unterscheidet sich vom normalen Presto wirklich sehr. Der hat zum Beispiel hier diese Zunge aufgenäht, was beim Blazer und bei anderen Off-Whites auch so ist, halt von der Tan. Und hinten hier noch dieser Strap mit dem Klettverschluss auch.
Für mich persönlich ist der Schuh jetzt schon echt zu eng hier. Also ich kann ihn selber nicht mehr tragen, aber ich finde den Schuh wirklich schon echt sehr geil. Retail war so 150 Euro und ja, der geht jetzt Deadstock so je nach Größe von 1200, 1300 bis 1800 wahrscheinlich in der besten Größe. Ist jetzt wirklich sehr teuer geworden und ja. Ja, und ich persönlich finde den auch besser als den schwarzen Presto, der jetzt am Freitag rausgekommen ist. Aber als den weißen müssen wir noch sehen, aber als den schwarzen auf jeden Fall. Da der ein bisschen mehr Farbe hat und der schwarze nicht so ganz gut geworden ist. Das war jetzt mein zweiter Platz, jetzt kommen wir zum ersten. So Leute, das ist jetzt mein erster Platz, das ist der 1er Off-White Chicago. Bei dem war Retail 190 Euro. Das ist halt einfach ein 1er Jordan, bei dem ungefähr alles sozusagen so deconstructed worden ist. Der Swoosh wurde hier auf der Seite rausgeschnitten und dann einfach wieder hier perforiert. Und hier sieht man auch noch den Stempel, was den Schuh auch ausmacht. Ist zum Beispiel hier auch an der Seite, dass die beiden Enden hier auch rausgeschnitten worden sind. Und dann auf der rechten Seite hier bei dem Wings-Zeichen. Bei der Seite wurde dann hier eine 85 reingestempelt und auf der anderen Seite auch. Und ja. Und hier wurde es auch wieder so abgeschnitten. Genauso wie der Swoosh hier. Der wird ganz abgeschnitten. Und dann nochmal drauf genäht mit einem blauen Faden. Und hier nochmal so orangene Details wie bei jedem Off-White. Und das R auf der Sohle darf natürlich auch nicht fehlen. Das kennt wahrscheinlich jeder mittlerweile. Und der Resale-Preis liegt aktuell bei ungefähr, kommt auf die Size drauf an, bei 2000 bis, schaut euch selber die Preise an. Und hier kostet er bei Hype Needs und Oni Store in der US10 2249 Euro. Ist ein relativ angemessener Preis dafür, dass man ihn sehr schwer findet, Deadstock, und ihn nicht auf StockX kaufen will oder anderen Portalen. Einser gefallen mir sowieso am besten, von daher ist es ein verdienter erster Platz. Wenn ihr meinen Top 5 Einser Jordan sehen wollt, schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch gefällt dieses neue Format. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sonst noch sehen wollt für Top 5s, und lasst auf jeden Fall ein Abo da und checkt auf jeden Fall mal Instagram ab. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Video.